Herr Joes, most intim. Ihr fällt mir da weiter Bäume. Und du errichtest mir da Herrenhäuser. Und ja, langsam erholen wir uns wirklich vor dem ersten Schlag, oder dem zweiten Schlag besser gesagt. Der erste mit dem paar Huskalen ging ja noch einigermaßen. So, dafür brauche ich mehr Nahrung. Nahrung kommt langsam rein. Ja, gut. Weil auch hier unten dürfte die Nahrung langsam reinkommen. Herr Joes? Mark. So, letztes Gebäude erst fürs Erste. Ah, diese Mission ist echt anstrengend. Bei Herrenhäusern können wir jetzt keine mehr bauen. Das wäre noch nicht schlecht. Erstmal das hier, das ist besser. Also unser Dorfzentrum auf ein befestigtes Dorfzentrum zu verbessern, dass wir noch die 5 zusätzlichen Verteidigung haben. Und ah, da ist jetzt die ein gegnerischer Angriff. So, mach den Riesen nieder. Danke. Ich finde es immer wieder lustig, dass die von Anfang an brennendes Pech haben. Normalerweise müsste ich das im letzten Zeitalter erst teuer erforschen. So, hey, Nahrung kommt rein. Das heißt, ich kann demnächst auch noch den Goldabbau verbessern. So. Und noch ein Lama losschicken. Wow, ein einziger? Ich wollte ein paar mehr, danke. Von den Jungs. Was machen meine Helden eigentlich, die ich da bekommen habe? Meine Götter. Belagerungseinheiten und mythische Einheiten. Achso, Belagerungseinheiten kostengünstiger und die 10 zu Belagerungseinheiten. Okay. Also ja, unsere Armee wird jetzt erstmal nicht sonderlich groß. Vor allem, wenn ich ein paar Einheiten zu Helden mache. Ihr seid hier unten beim Hacken, alle drei. Gut. Ihr seid hier oben Gold sammeln. Die bringen zwar nicht viel Gold, aber sie bringen wenigstens Gold. Die 5 Lamas. Ja, Lama-Karawane. Schneller machen kann ich sie leider nicht. Oh, aber ich könnte mal... Ja, die restlichen Forschungen hier in der Waffenkammer machen. Dass das wenigstens auch schon mal erledigt ist. Schiffsmäßig muss ich nicht sonderlich viel machen. So, ich hätte gern auf jeden Fall all meine Zerstörer zu Helden gemacht, einfach weil sie definitiv stärker sind. Wo ist der Nicht-Zerstörer? Also der hat nur 7. Also als Held hat er mehr Angriff und definitiv ein gutes Stück mehr Rüstung und Lebenspunkte. Weswegen ich das nämlich auch mache. So. Am besten noch 2 hiervon. Und da muss ich auch ein paar meiner Momillos mal zu Helden machen. Und mit den paar Truppen werden wir dann halt hier durchbrechen durch die Festungen und... Du bist zu angeschlagen. Nehmen wir mal die 6 hier. So, noch ein bisschen, dann können wir die beiden auch noch.
Jawohl. Vielleicht noch zwei Zerstörer. Und da sie uns jetzt angegriffen haben, suchen wir gleich den Gegenschlag. Also fangen an, hier ihre Festungen zu zertrümmern. So. Noch mehr Momillos zu Helden machen. Oder Momillionen, wie sie ja richtig heißen. Und dann schalten wir erstmal den Gegner aus, der uns am gefährlichsten ist. So, die Festung weg. Castor kann mal kurz in die Richtung gucken gehen, während meine Truppen den Tempel da zerstören. Und da ist noch ein Dorfzentrum, sehr schön. Ein Dorfzentrum ist schön. Das können wir nämlich dann besetzen. Oh, gegnerische Kavallerie. Ulfiale. So, ihr beide werdet abgegradet, ihr beide werdet abgegradet. Dann hole ich mir nochmal 5 Mumillionen. Und die kommen sogar mit einem Rambock. Sehr schön. Da ist schon mein... eine Walkürenstatue. Was bringt das, wenn ich die zerstöre? Nicht wirklich was. So, du sagst hier die Reliquie ein. Bogenschützen richten mehr Schaden an. Ah, sehr schön. Das können wir gut gebrauchen. So, wir sind bald am wir sind schon wieder am Bevölkerungslimit angekommen. Und hier sind ziemlich viele Tempel im Weg. Aber auch Gold. Und Nahrung. Also ja, dich würde ich gerne zu einem Helden machen. So, danke. Dann baust du nämlich, glaube ich, auch schneller. Und da wäre noch ein Dorfzentrum. Ja, sehr schön. So, meine Zerstörer. Oh, das ist jetzt übel. Da sind meine Truppen nämlich jetzt mal für eine Weile lahmgelegt. Naja, das macht leider nicht vor Helden Halt. So, hauen wir mal noch ein paar Zerstörer raus. Mehr Sichtweite für Gebäude, das können wir uns ja jetzt auch noch leisten. Das hier könnte ich mal machen, um mehr Gunst zu kriegen und meine Gebäude auf jeden Fall stabiler machen. So. Meine Einheiten sind wieder aufgetaut. Ich glaube, ich brauche noch... ich brauche frische Momillos hier. Von denen gar nicht so viele. Momillos. So, wenn ihr Dorfzentrum gefallen ist... Erschlossen.
Geh du mal da drüben ein bisschen aufklären. Ich hatte hier irgendwo Bärenbüsche gesehen. Ach, da oben. Also ja, eigentlich wirklich alles dem Erdboden gleich machen. So. Dann warten wir mal, bis wir die Truppen nachholen. Und da ist noch eine Reliquie. Pegasus-Speer materialisiert sich bei ihrem Tempel. Das ist nicht schlecht. So, die setze ich mal auf die Festung hier an. Und da wird es Zeit, dass ich ihre Langhäuser und alles einreiße. Und wey, da oben ist wirklich viel Gold. Du sag mal das Ding ein und bring's zu meinem Tempel. So, die Festung ist eingerissen. Jetzt fehlen noch die Ausbildungsgebäude. Und sowieso alles andere, was hier noch so rumsteht. Und du bau mal hier ein Dorfzentrum hin. So, euch upgraden. Euch upgraden. Du kannst dich zu denen gesellen. Und ihr könnt hier oben weiter abholzen, weil wir kriegen gerade kein Holz mehr rein. Ja, hier oben ist alles abgerissen. Gut. Und ja, jetzt müssen wir die Konstruktion auf das Ding hier anwenden. Man sieht, wir können dekonstruieren in dieser Mission so oft wir wollen. Nicht nur zweimal, wie hier oben angezeigt ist. Sie haben einen von Odins Tempeln zerstört. Versetzt einen unserer Tempel an seinen Platz. Ja, das machen wir gleich. So, wir können mal hier kurz lang schauen. Aber hier ist nichts. Gut. Wir können ihnen jetzt auch theoretisch alle ihre Felder zerstören. Ja, das machen wir auch mal einfach mal. Dann stören sie nämlich nicht so sehr. Oh, und die Kühe hat's erwischt. Okay, ihr werdet abgezogen. Ihr dürft jetzt erstmal die Kühe sammeln, weil sonst verschwenden wir das Fleisch. So. Genau, weg mit den Feldern, die irritieren mich nämlich sonst nur. Nein, du nicht. Und hier ist sogar noch eine Einheit übrig geblieben. Gut, ich kann jetzt meine gesamte Armee mal sammeln. Und einer der Holzfäller kann mir bitte einen Tempel bauen. Den stellen wir jetzt dann da oben auf. Dann dürfte der Gewittersturm von um Odins Turm herum nicht mehr so heftig sein. So, ich erkunde jetzt mal mit meinem Pegasus ein bisschen hier die Seite. Ich glaube, auf den Gegner hauen wir dann als nächstes ein. Ja, und die Wachen im Osten waren wirklich am gefährlichsten fürs Erste. Die Wachen in der Mitte und im Westen sind jetzt noch an der Reihe. Ja, da sind die Wachen im Westen. Eindringlinge! Da ist noch eine Reliquie.
Panzer des Achilles. Und hier war ein paar goldene Löwen. Okay. Herr Jones. Bau mir am besten noch meine Kaserne. Oh, hier wird ein Marktplatz gerade errichtet. Also ja, das hier sind die Wachen in der Mitte. Um die sollte ich mich als nächstes kümmern. Auch wenn ich wahrscheinlich der hier Dorfzentrum nicht belagern kann. So, verbessern wir hier die. Und ja, ich verzichte auf Kontereinheiten. Voll und ganz. Ich lasse lieber hier die Kühe ausschlachten. Sammel dann hier die Bären ein. Okay.